Hallo, meine liebe Freunde, heute am Dienstag, 15 Uhr, habe ich hier einen Kauf per Post vom guten Lukas aus Wien, Hashtag Österreich, der einen weiten Weg hinter sich hat und ich weiß gar nicht mehr, was wir hier drin haben. Ich glaube, es ist keine Grading-Karte, sonst wäre das ja dicker. und ich versuche einmal diesen mega verklebten Übersee, ist das schon Übersee? Nein, ne? Österreich können wir so mit dem Auto hinfahren. Einmal zu öffnen. Ohne eine Beschädigung zu hinterlassen. Pokémon, die Schere geht wieder in die Stiftebox. Und wir schauen einmal, was der gute Lukas uns hier hinterlassen hat. Ah, genau, hier geht es um eine einzelne Karte. Die war in der Gruppe angeboten. Ich finde relativ günstig. Ich weiß den Preis nicht mehr, aber ich kann mich erinnern, dass ich da einen Mega-Schnapper gemacht habe. Und zwar haben wir hier, wie ihr sehen konntet, ein wunderschönes Ho-Oh. Aus 2016, EX, die ich so noch gar nicht habe. Ich habe sie auch so noch gar nicht gesehen vorher. Darum hat mein Herz gleich zugeschlagen, hat gepocht und hat gesagt, alles klar, Johto glänzt nicht ohne dieses Ho-Oh. Darum müssen wir es auf jeden Fall in unsere Alola-Nordsee-Küstensammlung holen. Und das haben wir jetzt getan. So, ist sogar noch in der Perfect Size. Lief leider ohne Autogramm, lieber Lukas. Dies hätte ich gerne mitgehabt, um der Karte so eine Geschichte zu geben. Aber ein wunderschönes Ho-Oh EX mit Fähigkeit reinigendes Feuer. Wenn an dieses Pokémon bereits mindestens eine Feuerbasisenergie angelegt ist, kannst du einmal während deines Zuges, vor deinem Angriff, 50 Schadenspunkte bei diesem Pokémon heilen. Klingt mega, oder? Elementare Feder mit 3 Energien auf 130 Schaden. Hier können wir leider sehen, dass die Karte ein bisschen played ist. Aber das stört mich als Sammler nicht. Da ich sie nicht graden lasse und wenn die einmal im Bein drin ist, werde ich sie wahrscheinlich nie wieder rausholen. Ja, und darum herzlich willkommen Ho-Oh EX in unserem Team. Und wir verabschieden uns heute bei diesem Video mit einem Catch It All, euer Pokémon. Wir sehen uns morgen früh wieder zum Daily Boost Opening. Abonniert gerne, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und let's go!